Und damit einen wunderschönen guten Abend. Es ist Samstag, es ist Zeit für Buchmesse Home, Online, Digital für den Lübbe Verlag in Köln. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind und freue mich darauf, dass wir heute Abend tolle Gespräche führen können mit zwei Autoren und einer Autorin des Lübbe Verlags, die Bücher veröffentlicht haben, die alle sehr brisante Themen haben. Und die wollen wir heute Abend zusammen besprechen, mit dem Oberthema Furcht. Und da denkt der eine oder andere von Ihnen vielleicht schon drüber nach, was könnte das denn zu bedeuten haben. Aber wenn Sie wissen, wie die Buchtitel sind und was die Themen der einzelnen Bücher sind, dann werden Sie auch merken, warum das Thema Furcht ein übergeordneter Begriff heute Abend sein wird. So gesellig wie möglich, aber auch so ernsthaft wie nötig an diesem Abend. Und ja, ich ermuntere Sie jetzt schon mal, auch Fragen zu stellen an die Autoren, denn auch das ist möglich heute Abend. Und ich will Ihnen jetzt schon mal sagen, dass Sie auch signierte Bücher bestellen können bei Ihren Buchhandelspartnern. Das funktioniert. Ich habe es mir aufgeschrieben. Die Mailadresse finden Sie im Beschreibungstext. Also, wenn Sie das mögen und da freuen sich die Autoren bestimmt auch drüber, dann geht das auch über Ihren Buchhandel. So, das als Information vorweg. Und damit zu den wichtigsten Personen heute Abend, nämlich zu den Autoren und Autorinnen, die Bücher mitgebracht haben, die wir heute Abend besprechen. Und ich freue mich sehr darüber, unter anderem, dass ein Mann dabei ist, der bis 2020 Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Uniklinik Hamburg-Eppendorf gewesen ist, einer der bekanntesten Rechtsmediziner Deutschlands und auch bekannt geworden, auch im letzten Jahr noch mal so einen kleinen Schub gekriegt, dadurch, dass er der Erste war, der Covid-19-Patienten oder Tote dann obduziert hat und auch mit Ergebnissen, die dann auch viel diskutiert wurden in der Öffentlichkeit. Der Name Professor Dr. Klaus Püschel und sein Buch Die Toten können uns retten. Herr Püschel, schon einmal vorab einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich sehr, dass Sie Ihre Umgebung ein wenig Ihrem Berufsbild angepasst haben, will ich mal so sagen. Ja, das sind Klaus und Klaus, die beiden, die hier mit mir zusammen im Bild sind. Gut, die haben ja beide die Nordseeküste gesungen, immer abwechselnd, ne? Genau. Und wir kümmern uns hinterher nochmal darum, wer ist von den beiden. Freue mich sehr auf das Gespräch gleich. Wir werden darüber reden, was können die Lebenden von den Toten lernen. Und interessanterweise ist es auch so, dass bei Ihnen ja nicht nur die Toten eine Rolle spielen, sondern Sie untersuchen natürlich auch in Ihrer Arbeit oder haben untersucht Lebende. Und da ging es auch oft um Gewalt an Kinder. Also ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit vielen Details aus der Rechtsmedizin. Bis gleich, Herr Püschel. Ja, bis gleich und zum Thema Furcht kann ich, glaube ich, eine ganze Menge beitragen. Da freue ich mich drauf. Dann Michael Tode ist da. Herzlich willkommen. Ein Mann, der schon be von Berufs wegen mit dem Thema Furcht zu tun hat, weil er uns das Fürchten lehren will. Und zwar mit den Thrillern, die er schreibt. Sein neuestes Buch heißt Schuld seid ihr. Ist noch gar nicht raus, kommt demnächst erst Anfang Juni. Da können Sie sich schon mal darauf freuen. Es ist eine sehr verstrickte Geschichte über einen, der einen Rachefeldzug beginnt. Und dann auf sehr perfide Art und Weise Menschen umbringt, um das jetzt schon mal ein bisschen anzuteasern. Herr Tode, auch Ihnen ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Und ich sage schon mal ganz kurz, Sie hatten wahrscheinlich vor, hinten auf der Flipchart die Gespräche alle mitzuschreiben, ne, oder? Ja, ich habe mich schreibbereit gemacht und sobald Sie anfangen zu diktieren, geht's los. Ich hoffe, Sie diktieren uns heute Abend einiges. Und es wird ja sicherlich auch einen kleinen Querverweis geben können, denn ich glaube, dass ein Krimi-Autor, ein Thriller-Autor natürlich auch lauschen wird, was ein Rechtsmediziner zu sagen hat. Denn schließlich kommt fast in jedem Tatort, in jedem Krimi und in jedem Buch irgendwann mal ein Rechtsmediziner vor, der die Leichen dann untersucht und der wichtige Hinweise darüber gibt, wer der Täter sein könnte. Also von daher passen Sie beide natürlich auch sehr gut zusammen, muss man sagen. Ja, eben gerade im Vorgespräch habe ich schon ein paar Recherchenotizen gemacht. Also ich bin absolut guter Dinge. Es wird ein spannender Abend. Ja, ohne Herr Rechtsmedizin Tode, viel. Ja, genau.
Ohne Rechtsmedizin geht nichts, sagt Herr Püschel. Und damit kommen wir zur einzigen Autorin heute. Ich freue mich sehr. Und da ist eigentlich der deutlichste Verweis zum Thema Furcht eigentlich schon zu lesen. Sophie Jones ist da. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind heute Abend. Und das Buch mit dem Titel Erlöse mich von dem Bösen, meine Kindheit im Dienste der Zeugen Jehovas, hat natürlich auch schon im Titel etwas, was uns frösteln lässt. Denn da ist ein Mensch durch eine Zeit gegangen, die ihm nicht gut getan hat. Und darüber werden Sie uns heute Abend berichten. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Frau Jones. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Und wenn der Titel Gänsehaut hervorruft, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ja, wir können auch sofort ins Gespräch einsteigen, fände ich ganz schön, denn dieser Titel, der könnte ja auch ein Thriller-Titel sein, ne? Also für Herrn Tode würde der auch passen, Erlöse mich von dem Bösen. Also, aber wenn man darüber nachdenkt, dass es eigentlich darum geht, dass Sie Zeugin Jehovas gewesen sind, von frühester Kindheit an, und ich meine Empfindungen zu den Zeugen Jehovas mal mit einspielen lasse, dann würde ich sagen, das kann gar nicht sein, denn das sind doch eigentlich alles ganz nette, zurückhaltende Menschen. Also ich begegne Zeugen Jehovas nur, indem ich sehe, wie jemand steht, den Wachturm hochhält oder auch bei mir klingelt, was auch öfter mal passiert ist, und mir ein Gespräch anbietet und wenn ich sage, ich habe gerade keine Zeit, auch den Wachturm dann bei mir in den Postkasten wirft. Also dieses Bild der Zeugen Jehovas in der Öffentlichkeit entspricht nicht dem Bild dieser Glaubensgemeinschaft intern. Da habe ich recht, oder? Definitiv. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, dieses Bild, das haben leider super viele Menschen, dass einfach diese Außenwirkung so harmlos ist, dadurch, dass es auch so eine geschlossene Gemeinschaft ist. Keiner weiß so richtig, was da passiert. Jeder denkt einfach, die Leute sind nett und harmlos. Aber das ist gerade das Problem. Es ist eine der größten Sekten der Welt. Und man hat es gar nicht auf dem Schirm. Man denkt immer nur, ach ja, zum Beispiel Scientology, die sind so schlimm, aber Zeugen Jehovas sind im Endeffekt genau dasselbe. Also jede Sekte hat natürlich irgendwo ganz schlimme Inhalte, geht mit ihren Mitgliedern ganz furchtbar um und ist einfach eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und ich versuche da halt ein bisschen aufzuklären. Das, was viele noch wissen von den Zeugen Jehovas, ist, dass es irgendwann mal einen Weltuntergang geben sollte. Ich habe das letzte Mal, dass ich damit konfrontiert wurde, war, glaube ich, auch das ist schon 30 Jahre her. Da sollte der, glaube ich, 2000 sein oder 1995. Es wird immer mal wieder verschoben. Und das ist das, was man vielleicht noch kennt. Aber wie funktioniert das System Zeugen Jehovas? Können Sie uns vielleicht ganz knapp sagen, was man sich unterwirft, wenn man bei den Zeugen Jehovas aufwächst? Also das fällt mir echt schwer, das knapp in Worte zu fassen, weil es ist halt einfach ein kompletter Lebensinhalt. Es ist nicht wie ein normaler Katholik, der vielleicht ein paar Mal in die Kirche geht und dann an Weihnachten oder so, sondern es bestimmt das komplette Leben. Man ist hauptsächlich innerhalb der Gemeinschaft, man hat kaum Kontakte zu Andersgläubigen, man ist total indoktriniert. Es gibt auch Psychoterror, diese Sekte vertuscht auch Kindesmissbrauch. Dann hat man einfach die typischen Regeln, die man so als normaler Mensch vielleicht auch kennt. Kein Geburtstag feiern, kein Weihnachten, kein Halloween und so weiter. Kein Sex vor der Ehe, keine Bluttransfusion. Also es gibt natürlich noch viele Sachen mehr, die man halt nicht weiß als Außenstehender. Aber daran sieht man ja eigentlich, dass es wirklich jeden Bereich des persönlichen Lebens des Einzelnen kontrolliert und dass eigentlich gar keine Selbstbestimmung für die Mitglieder möglich ist. So, das war quasi ein Schnelldurchlauf durch ganz viele Begriffe, wo jetzt vielleicht der eine oder andere schon sagt, mein Gott, da habe ich mir jetzt so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Gibt es für Sie so Schlüsselszenen? Können Sie uns ein Beispiel geben von diesem Druck, von dieser Art, wie man mit Kindern, und da sind Sie ja aufgewachsen als Kind in dieser Glaubensgemeinschaft, wie man mit denen umgeht, damit sie auch so funktionieren, wie die Gemeinschaft es möchte? Also da kann ich eigentlich direkt den Titel der Veranstaltung nehmen, Furcht. Also meine Kindheit war eigentlich nur geprägt von Angst. Man hat als Kind schon, gibt es Zeugen Jehovas haben super viele Bücher, die auch bebildert sind, und man hat Angst vor Satan, den Teufel, man hat Angst vor den Dämonen, man hat Angst vor dem Weltuntergang, und das ist so
erschreckend teilweise, was man da für Bilder sieht, was man alles gesagt bekommt. Man hat immer Angst, Sünden zu begehen, dass man am Ende nicht ins Paradies kommt. Und damit werden die Kinder schon von klein auf kontrolliert irgendwo, weil sie einfach immer Angst davor haben, dass sie irgendwie bestraft werden oder dass sie in ihrem Leben einfach kein, ja, dass sie nicht genug sind, dass sie nicht ins Paradies kommen und so weiter. Diese Manipulation, die Sie gerade angesprochen haben, läuft ja sehr, sehr perfide ab, also mit diesen angstmachenden Elementen. Haben Sie als Kind oder im Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass Sie das in Frage stellen, oder nimmt man das dann tatsächlich immer so wahr, weil man es nicht anders kennt? Ich habe das schon ab und zu mal in Frage gestellt, aber man darf nicht zweifeln, weil wenn man das anzweifelt, was man gelernt bekommt, dann heißt es, dass der Glauben schwach ist, dass man quasi selbst dran schuld ist. Und dann ist es ja ganz schlecht. Man will ja auch den anderen gefallen, man möchte ja Gott gefallen, man möchte die Erwartung seiner Eltern irgendwo erfüllen. Und deswegen verdrängt man dann eigentlich diese Zweifel immer. Man sagt dann, okay, man muss mehr Bibel lesen, man muss mehr studieren, man muss sein Verhältnis zu Gott verbessern, um dann am Ende, dass die Zweifel weggehen. Aber es ist ja eigentlich nur eine Manipulation. Also man sollte doch alles im Leben irgendwo hinterfragen und nicht einfach blindlings das tun, was einem vorgeschrieben wird. Jetzt haben Sie aber auch Kontakte gehabt zur anderen Welt. Ist das auch in dieser Zeit, wo Sie bei den Zeugen Jehovas waren, wenn man Kontakt hat zur, ich sag mal in Anführungsstrichen, Außenwelt, ist das dann nicht komisch, wenn man zwischen diesen beiden Welten hin und her springen muss, und überlegt man nicht ständig, welche Welt tatsächlich auch die bessere ist? Man überlegt halt, was real ist. Also für mich war das alles real. Für mich war ein Gott real. Für mich war real, dass es einen Teufel gibt, der quasi hinter jeder Ecke lauern könnte. Für mich war auch ein Weltuntergang real. Und die Welt, also wir haben auch zu allen Andersgläubigen gesagt, sogenannte Weltmenschen, das habe ich immer gedacht, dass das nicht real ist, dass die eigentlich keine Ahnung haben, dass ich quasi wie erleuchtet wäre. Und all die anderen Menschen müssen ja auch gerettet werden. Deswegen gehen sie ja auch predigen, um die bösen Weltmenschen quasi, die in der Hand des Teufels sind, irgendwo zu erlösen und die vielleicht auch zu retten und zu bekehren. Ja, Sie haben schon damit auch angedeutet, Sie waren da natürlich komplett auch drin in dieser Welt. Und doch gab es irgendwann mal immer mal einen Zweifel. Gibt es Schlüsselszenen, wo Sie zum ersten Mal gedacht haben, mein Gott, Sophie, was mache ich hier? Mein Vater wurde ausgeschlossen, als ich relativ jung war, und es ist so, dass man als Zeuge Jehovas keinen Kontakt zu Ausgeschlossenen haben darf, auch wenn es die eigene Familie ist. Bei mir war das so. Nur mal kurz dazwischen, warum wurde er ausgeschlossen, können Sie es kurz nochmal sagen, aus der Glaubensgemeinschaft? Meine Eltern haben sich scheiden lassen, und man darf sich nur scheiden lassen, wenn es einen biblischen Scheidungsgrund gibt, und das ist Ehebruch. Und das war nicht der Fall, also sie haben sich halt einfach nicht mehr verstanden, und somit ist die Ehe vor Gott quasi nicht rechtskräftig geschieden. Man dürfte sich also dann auch keinen neuen Partner suchen. Mein Vater wurde in dem Zusammenhang nahegelegt, die Gemeinschaft zu verlassen. Und ich bin natürlich bei meiner Mutter geblieben und war dann weiter mit bei den Zeugen Jehovas quasi. Und je älter ich geworden bin, also ich war ja als Kind noch nicht getauft, musste ich dann mich irgendwo entscheiden. Und dieser Moment, wo mein Vater vor allem als Abtrünniger, als böse angesehen wurde, er hat ja auch sein komplettes soziales Umfeld verloren, das war für mich das erste Mal, wo ich eigentlich gedacht habe, irgendwie stimmt hier vielleicht was nicht, weil er kann ja nicht so böse sein, wie alle sagen. Und dann, als ich mich relativ spät mit 17 habe taufen lassen, musste ich den Kontakt dann zu ihm komplett abbrechen. Also das war die Bedingung für meine Taufe. Wir haben ja heute Abend noch viel mit körperlicher Gewalt zu tun. Also wenn wir über Rechtsmedizin reden und vielleicht auch über Krimis und Gedanken, wie kommen Menschen eigentlich zu Tode? Haben Sie auch körperliche Gewalt erlebt, oder war das nur diese psychische Gewalt, die man erleben muss und die einen ständig unter Druck setzt? Nee, also ich habe auch körperliche Gewalt erlebt. Meine Mutter hat mich gezüchtigt quasi also körperliche Züchtigung. Da gibt es auch so Bibeltexte, mit denen das dann irgendwo begründet wird, wo man dann sagt, zum Beispiel, wer sein Kind liebt, der züchtigt es und so weiter. Also in dieser Hinsicht, ich weiß auch, dass es vielen anderen Zeugen Jehovas Kindern so erging. Es ist, wie soll ich sagen, so ein Sektenphänomen, würde ich es tatsächlich nennen. Also nicht alle, man kann das nicht pauschalisieren, aber der Großteil schon, denke ich.
So, und mit dieser Geschichte ist man dann irgendwann so weit, dass man sagt, ich möchte da jetzt raus. Das ist ja eine wahnsinnige Hürde, über die man springen muss. Erstmal gedanklich und dann rein praktisch. Kann man das alleine oder braucht man da Unterstützung? Oder gab es tatsächlich Vorbilder, wo Sie wussten, wenn ich diesen Weg gehe, dann kann das so funktionieren? Also ich denke schon, dass man Unterstützung braucht. Ich hatte keine selber. Ich hatte auch kein Vorbild irgendwie. Man darf sich als Zeuge Jehovas auch nicht mit der Literatur oder mit Abtrünnigen generell beschäftigen. Also wie gesagt, ich hatte ja nicht mal Kontakt zu meinem Vater. Also ein aktiver Zeuge wird mir kaum helfen, die Gemeinschaft zu verlassen. Außenstehende hat man halt keinerlei Kontakt großartig, weil die ja alle als schlechter Einfluss gelten. Und zu Abtrünnigen an sich sowieso nicht. Also ich habe das damals mit mir selbst ausgemacht. Ich weiß, dass es hilfreich gewesen wäre, Unterstützung von irgendjemand oder von irgendeiner Beratungsstelle oder was auch immer in Anspruch zu nehmen. Das empfehle ich auch jedem, der heute zu mir kommt und von mir einen Tipp will. Aber bei mir war es damals nicht der Fall. Sie haben sich dann bei einem Gottesdienst, ich sage das mal jetzt rein laienhaft, von den Menschen, die Ihnen wichtig waren, verabschiedet. Und sind dann sozusagen raus. Wenn ich das jetzt so sage, so einfach ist es aber nicht gewesen, ne? Man verliert ja sein komplettes soziales Umfeld. Also ich habe ja meine Freunde, alle, die ich schon seit Kindesbein an kannte, verloren. Ich habe seit 7 Jahren keinen Kontakt mit meiner Mutter, die ist nach wie vor Zeugin Jehovas. Ich habe meinen kompletten Lebensinhalt verloren. Ich habe meinen Glauben verloren, meine Hoffnung auf mein Leben im Paradies. Ich habe das ja damals trotzdem irgendwo alles geglaubt, ne? Nur weil ich von heute auf morgen ausgetreten bin, heißt es ja nicht, dass die Sachen, die ich 18 Jahre lang in mein Hirn gehämmert bekommen habe, plötzlich verschwunden sind. Ja, das klingt auch so, so einfach, ja, ein neues Leben. Aber wenn das Leben tatsächlich ganz neu anfängt, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Wie geht es Ihnen jetzt? Ich meine, Sie engagieren sich sehr in Richtung auch Beratung, Menschen, die auch da in Richtung unterwegs sind. Fragen Sie natürlich, sind sehr engagiert. Hilft Ihnen das auch sozusagen, diese kleine Verbindung zu halten und danach so ein bisschen so den Kontakt zu halten? Oder ist das komplett weg aus Ihren Gedanken? Ich verstehe nicht richtig, was Sie meinen mit Kontakt halten, weil ich engagiere mich ja, aber ich habe zu gar niemand aus meinem früheren Umfeld Kontakt. Also ich bin jetzt in einem Verein, der Sektenaussteigern hilft. Ich habe mich vor 3 Jahren geoutet, auf YouTube habe ein Video gemacht, wo ich meine Geschichte erzählt habe. Ich war eine der ersten AussteigerInnen, die das gemacht haben. Und mittlerweile gibt es super viele. Also es gibt ein wahnsinnig großes Netzwerk, nicht nur von Zeugen Jehovas Aussteigern, sondern auch von anderen Sektenaussteigern. Und mir persönlich hilft das. Also ich bin dadurch erst vollständig geworden, indem ich gelernt habe, meine Geschichte zu akzeptieren und aus dieser ganzen negativen Erfahrung doch am Ende etwas Positives zu machen. Das gibt mir wahnsinnig viel. Also jetzt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt wahrscheinlich, aber trotzdem ist natürlich das immer mit so einem Wermutstropfen verbunden, ne? Also wenn ich jetzt anderen Menschen helfe, führt mir das auch wieder vor Augen, was ich alles verloren habe. Und das kommt ja auch nicht zurück, aber ist so in Ordnung. Ja, ich meinte damit auch einfach nur die Tatsache, dass man Kontakt zu sich selbst hält. Das ist quasi auch eine Art Therapie ist, die man geht, wenn man damit sich immer weiter beschäftigt. Es gibt ja Menschen, die würden sagen, ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben, das ist für mich vorbei, aber sie beschäftigen sich weiter damit, indem sie Menschen helfen. Das war mein Kontakt in der Richtung. Haben Sie schon auf das Buch viele Feedbacks bekommen? Auch von Menschen, die vielleicht immer noch bei den Zeugen Jehovas sind? Also stellt man ihnen nach? Gibt es so eine Art Verfolgung von Menschen, die ausgestiegen sind? Also ich habe sehr viel positives Feedback bekommen von meiner Community, von Leuten, die sich gerade in einem Ausstieg befinden oder das planen oder die selber mal Zeuge Jehovas waren oder Angehörige haben, denen es sehr hilft. Verfolgung in diesem Sinne gibt es nicht. Also ich war immer mal jetzt auch in Talkshows und so weiter und dann, je nach der Reichweite, kam dann immer mal so ein kleiner Shitstorm ist ein zu großes Wort, aber es gab dann halt ein paar Leute, die das gesehen haben und dann da auf Social Media ein bisschen beleidigt haben oder so. Aber das prallt an mir eigentlich ab, weil ich denke, auf jeden Menschen, der
der denkt, ich lüge oder der das in Abrede stellt, was ich tue, kommen 100 Menschen, denen es irgendwo hilft oder auch die es einfach nur, die es passiv aufklärt und somit ich einen wichtigen Beitrag, etwas in unserer Gesellschaft besser zu machen. Sophie Jones, vielen Dank für dieses erste Gespräch, für dieses tolle Buch und eine Geschichte mit den Zeugen Jehovas oder eine Maßregel der Zeugen Jehovas bringt uns quasi auch zum nächsten Gast oder zum nächsten Autor, denn bei den Zeugen Jehovas Blutübertragungen sind verboten. Ne? Können Sie mal kurz nochmal sagen, was das für eine Bewandtnis hat und warum das nicht gemacht werden darf? Also es wird sich da auf die Bibel gestützt, wo gesagt wird quasi, dass man sich von Blut enthalten soll. Blut ist heilig, nur Gott darf Leben geben und darf Leben nehmen. Und also sie nehmen auch alternative Methoden, also zum Beispiel, wenn es den geschlossenen Kreislauf nicht verlässt oder so. Aber das ändert sich auch immer mal die Regel. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Also man ist unrein auch, ne? Also wenn man eine Blutübertragung bekommen hat. Ja. Man darf das nicht, man wird dann auch ausgeschlossen quasi aus der Gemeinschaft, wenn man sich doch eine Bluttransfusion geben lässt. Wahnsinn. Wenn wir jetzt, vielen Dank, Frau Jones, wir sehen uns gleich wieder. Wir springen aber direkt rüber zu Klaus Püschel, der wahrscheinlich jetzt gerade schon gedacht hat, mein Gott, ich als Mediziner, ich als Wissenschaftler, das ist für mich ein dickes Fragezeichen. Und wahrscheinlich haben Sie in Ihrer langen Arbeit doch auch mal schon Kontakt gehabt mit Menschen, die genau das gedacht haben, mit Zeugen Jehovas, oder? Die Problematik ist natürlich in der Medizin bekannt, also typische Situation, wenn man ein Unfallopfer bekommt und vielleicht ist das sogar noch minderjährig, das ist dann auf die Spitze getrieben und der Arzt steht vor der Entscheidung, eine Bluttransfusion zu geben oder nicht. Eventuell auch darüber zu sprechen oder nicht, was er getan hat, das zu dokumentieren. Und die Entscheidung ist unter rechtlichen und aus meiner Sicht ethischen Aspekten schon klar. Beim Minderjährigen gibt man natürlich eine Bluttransfusion, aber solange ein Erwachsener erklärt, dass er sterben will, ist das sozusagen sein gutes oder auch schlechtes Recht. Für mich ist das hochproblematisch, weil ich bin nun selber Blutspender aus Überzeugung und lehre das auch ausdrücklich immer in der Schule meiner Kinder oder Enkelkinder und stehe dafür ein und sage, mit Blutspenden kann man Leben retten. Blut wird ja auch als Medikament dringend benötigt. Und deswegen habe ich dazu eine sehr, sehr positive Einstellung und inneres Verständnis für diese Besonderheit bei den Zeugen Jehovas geht mir völlig ab. Genau, und das ist aber auch nur ein Randthema jetzt gewesen, denn Ihr Buch heißt Die Toten können uns retten. Ich habe es gerade schon gesagt, man nennt sie auch den Quincy von Hamburg. Für die Älteren unter Ihnen oder Jüngeren unter Ihnen, Quincy war ein Rechtsmediziner in einer amerikanischen Serie. Ja, wenn ich Sie jetzt den Professor Börne von Hamburg genannt hätte, würden Sie mir dann quasi durch die Kamera an die Gurgel gehen? Nein, überhaupt nicht. Also die Tatort-Serie aus Münster ist in Ordnung. Vielleicht, um den Hintergrund auch ein bisschen zu erklären, an den haben Sie wahrscheinlich gerade nicht gedacht. Also in Münster war ja der beste Gerichtsmediziner der Welt tätig, in Realität, Professor Brinkmann. Ich sage mal nicht der aus der Schwarzwaldklinik. Der war mal der leitende Oberarzt in Hamburg und wurde von hier aus nach Münster berufen. Und Brinkmann hat mich zur Gerichtsmedizin geführt. Also seinetwegen bin ich vor allen Dingen Rechtsmediziner geworden, weil das eben so ein toller Hochschullehrer war und ein toller Rechtsmediziner. Und wenn Sie das jetzt übertragen, also sein geistiger Nachfolger in Münster ist Professor Börne. Und da ich sein Schüler bin, kann man dann Börne als meinen Bruder im Geiste ansehen. Er arbeitet, okay, das ist... er arbeitet ganz anders, ehrlich gesagt, als die Rechtsmediziner das in der Realität tun. Das ist genau.
Und da sind wir kurz beim Thema. Wir sollten kurz nochmal ein Wort darüber verlieren. Es gibt wahrscheinlich immer ein paar Mythen über die Rechtsmedizin, wie sie dargestellt wird und wie sie in Wirklichkeit abläuft. Was ist, Herr Püschel, nicht so wie im Fernsehen? Ist fast alles anders als im Fernsehen. Das Wichtigste: Rechtsmediziner sind keine Ermittler. Ja? Also ich bin kein Kommissar und wir verstehen uns mit der Polizei gut, aber ich würde nie einen Zeugen vernehmen, ich würde nie einen Zeugen verfolgen. Es ist nicht meine Aufgabe, herauszufinden, wer es war. Ich bin zuständig für die Sachbeweise. Ich bin zuständig, um die medizinischen Dinge zu erklären, natürlich um den Toten zu untersuchen, um Lebende zu untersuchen. Aber dann endet das auch. Ich bin also ein Sachverständiger und nichts auf Seiten der Polizei. Ich gehöre ja auch zu einer ganz anderen Behörde, ja, um das klar zu sagen. Und dann gibt es viele Details, die natürlich völlig falsch sind. Wir arbeiten immer an vielen Fällen gleichzeitig. Es ist nicht so wie im Krimi, dass wir innerhalb kurzer Zeit einen Fall klären. Wir schreiben auch das Protokoll nicht immer bis zum nächsten Tag. Und am nächsten Tag liegen die Befunde nicht alle vor. Chemisch-toxikologische Befunde dauern Wochen, DNA-Befunde dauern auch länger, das Sektionsprotokoll dauert länger, wir trinken keinen Wein im Sektionssaal, da kann kein Kommissar mit seiner Aktentasche rein, sondern das läuft da hygienisch einwandfrei ab. Es werden auch nie die Angehörigen an einen Leichnam herangeführt. Das ist alles Fiktion fürs Fernsehen, damit es spannend ist. In der Realität sind die Abläufe sehr viel rationaler. Ja, und damit hat man schon gesehen, aus Ihnen spricht natürlich dann in dem Moment der Wissenschaftler. Und das ist aber auch gut so, weil der Wissenschaftler auch Dinge entdeckt, die vielleicht dann auch wichtig werden. Und deswegen nochmal der Bezug zum Buch, die Toten können uns retten. Das heißt, wir können von den Toten lernen. Dieser Titel ist sehr wichtig für Sie, weil Sie mal gesagt haben, dass wenn man Angst vor etwas hat, die einzige Möglichkeit, eine Angst zu überwinden, ist Wissen anzuhäufen, damit die Angst nicht mehr existiert. Können Sie uns das anhand Ihres Berufsbildes mal nochmal erklären? Ja, ich denke, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Beispiele. Das letzte, worum es ja jetzt aktuell ging, war dann die Corona-Epidemie. Und wenn man sich zurückerinnert, ist ja noch gar nicht so lange her. In der Anfangsphase hat tatsächlich das zuständige Robert-Koch-Institut erklärt, man solle sich von den Toten fernhalten und sie möglichst nicht untersuchen, weil da eine Infektionsgefahr besteht. Und das habe ich als Rechtsmediziner, der schon in Zeiten von HIV und AIDS tätig war und bei anderen Epidemien überhaupt nicht verstanden. Denn wenn wir eine Krankheit verstehen wollen, etwas lernen wollen, Medikamente finden wollen, Impfungen finden wollen, wenn wir die richtige Therapie auf Intensivstationen machen wollen, dann müssen wir tatsächlich ganz dicht ran und wir müssen die Toten gründlich untersuchen, um dann abzuleiten, was da nicht gut gelaufen ist und was eventuell den Lebenden oder was den Kranken helfen kann. Und deswegen ist mein Credo immer, von den Toten lernen wir für das Leben, für die Lebenden. Und wir müssen die Toten untersuchen. Und deswegen haben wir in Hamburg auch in enger Zusammenarbeit mit den Behörden von Anfang an sämtliche Corona-Todesfälle obduziert und die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch weit verbreitet. Das ist der einzige Platz übrigens auf der ganzen Welt, wo tatsächlich von Anfang an konsequent sämtliche Fälle obduziert wurden. Inzwischen schaffen wir das gar nicht mehr. Ich will nicht so lange dozieren, aber es gibt viele andere Beispiele, bei denen man dann ableiten kann, warum die Untersuchung der Toten den Lebenden hilft. Man nehme den Mord, der Mörder macht weiter, wenn er nicht überführt wird. Und zur Überführung brauchen wir dann tatsächlich die Todesursache und die Rekonstruktion des Geschehens. Wenn man ein totes Kind hat, was einem Schütteltrauma zum Opfer gefallen ist, dann müssen wir das herausfinden, damit nicht die Geschwisterkinder auch wieder geschüttelt werden.
Wenn man einen plötzlichen Kindstod gründlich untersucht, findet man die Risikofaktoren heraus. Das haben die Rechtsmediziner so vor 2, 3 Jahrzehnten getan und haben dann gesagt, es gibt Möglichkeiten, um den plötzlichen Kindstod zu vermeiden. Zum Beispiel, indem man die Kinder nicht mehr auf dem Bauch schlafen lässt, sondern auf dem Rücken, indem man sie lange stillt, indem man sie in luftige Schlafsäcke packt, auf harte Unterlagen und in der Umgebung der Kinder nicht mehr raucht. Und siehe da, im letzten Jahr hatten wir in Hamburg zum ersten Mal seit Menschengedenken keinen einzigen plötzlichen Kindstod. Interessanterweise während der Corona-Pandemie, da kann man drüber diskutieren. Früher habe ich in jeder Woche ein totes Kind obduziert. Das ist der größte Erfolg im Hinblick auf die Säuglingssterblichkeit und der geht auf tatsächlich Beobachtung der Rechtsmediziner zurück. Also wenn wir die Toten untersuchen, hilft das den Lebenden? Ja, Sie haben das gerade so aus Ihrem Bereich natürlich mit einer Selbstverständlichkeit erzählt. Wenn wir Kinder obduzieren, tote Kinder obduzieren und so. Für Menschen, die außen stehen, ist das ja immer noch unglaublich unvorstellbar, dass jemand sehr routiniert mit dem Tod so umgeht, wie Sie es ja geschildert haben. Und dennoch ist es ja so, dass man ohne den Tod auch nicht weiterkommt. Haben Sie das Gefühl, dass Menschen oder dass Ärzte, die zu Tatorten gerufen werden, viel zu schnell erklären, das ist eine natürliche Todesursache? Das ist ganz klar so. Sie haben ja schon gesagt, es gibt eine gewisse Scheu vor dem Tod. Das weiß ich natürlich. Das ist ein Tabuthema. Das wird auch übertragen auf die Untersuchung von Toten. Und deswegen schaut man eben nicht so genau hin, wie ich das eigentlich für selbstverständlich halte. Ja, das ist ja die letzte medizinische Untersuchung, die wir machen bei einem Menschen. Und diese letzte medizinische Untersuchung muss ganz besonders gründlich sein. Das ist die Abschlussuntersuchung. Und aus dieser Abschlussuntersuchung wollen wir etwas lernen. Und wenn wir da nur oberflächlich hinschauen und sagen, das ist ein natürlicher Tod, dann haben wir vor allen Dingen auch dem Toten Unrecht getan letztlich. Das ist eine unethische Haltung. Mir ist sehr bewusst, dass das ein klarer Gegensatz ist zu dem, was viele andere sagen. Ich finde es würdelos, wenn man einen Verstorbenen in die Erde bringt oder ins Krematorium, ohne zu wissen, woran er gestorben ist und ob man nicht aus der Diagnose über seine Krankheiten etwas schöpfen kann. Und dann etwas, was mit dem Thema vorher auch zu tun hat. Wir müssen uns bei Toten natürlich immer sehr gut überlegen, ob man nicht Organe transplantieren kann. Das gilt für die Situation auf Intensivstationen und ob man nicht Gewebe von Toten transplantieren kann. Ich nehme ein Beispiel, die Augenhornhaut. Ja, eine gar nicht so seltene Ursache der Blindheit ist, dass die Hornhaut trüb wird, vernarbt ist. Die einzige Möglichkeit zu helfen ist, dass man die Hornhaut von einem Toten nimmt. Dafür braucht man natürlich auch eine rationale Herangehensweise, um die Angehörigen diesbezüglich zu fragen oder nachzufragen, ob er einen Organspenderausweis hat und dann tatsächlich die Hornhaut zu gewinnen. Kurzer Hinweis, der Bundespräsident, der seiner Ehefrau eine Niere gespendet hat, was alle wissen, ja, Meisten, war selber Empfänger für eine Hornhauttransplantation. Und wir haben einen so guten Bundespräsidenten unter anderem, weil er die Hornhaut eines Toten übertragen bekommen hat. Und dafür ist er auch sehr dankbar. Das diskutiert er öffentlich. Er möchte bloß nicht jeden Tag darauf angesprochen werden. Ja, und so können die Toten auch Lebende wieder retten. Das ist der Umkehrschluss. Wir kommen gleich nochmal zurück zu Ihnen, Herr Püschel. Aber eine Frage habe ich jetzt noch. Wenn Sie am Obduktionstisch stehen, entwickelt man anhand des Opfers eigentlich eine Vorstellung von dem Menschen, der dieses Opfer ermordet hat, also vom Mörder? Da gibt es schon gewisse Rückschlüsse. Also ich sag mal in Bezug auf Körpergröße, auf Kraft, vielleicht auch auf eine bestimmte Intention durch die Art und Weise, wie der Totschlag oder der Mord erfolgte. Na, und dann gibt es den wissenschaftlichen Weg, der ist dann allerdings klarer und einfacher, wenn wir am Toten Spuren finden, DNA-Spuren,
weil wir Abstriche vom Hals machen, wenn die Person erwürgt wurde, und da finden wir die DNA des Täters, oder wir finden Blutspuren vom Täter am Opfer, dann haben wir dann eine klare Vorstellung davon, wer der Täter ist, weil wir seine DNA haben und aus der können wir auch gewisse Eigenschaften ableiten. Und ich bin mir sicher, dass jemand dann jetzt auch noch mal ganz genau zugehört hat, Herr Püschel, denn Michael Tode ist derjenige, der natürlich solche Sachen umsetzt, wenn er darüber nachdenkt, einen Thriller zu schreiben, der ja eigentlich immer nur dann gut ist, wenn es Mörder gibt oder Menschen gibt, die andere Menschen sehr perfide zur Strecke bringen. Michael Tode, schön, dass Sie da sind heute Abend, und damit wechseln wir zu Ihnen und zu Ihrem Buch, das demnächst erscheint, ganz heiß sozusagen ist im Juni. Schuld seid ihr, mit drei Ausrufezeichen, hinter Schuld, hinter seid und hinter ihr. Genau. Und bevor wir aber nochmal genau über das Buch reden, ist das etwas, wo Sie gerne zuhören, oder haben Sie auch Kontakt, nehmen Sie Kontakt auf zu Polizei, zu Rechtsmedizin, um dann möglichst detailliert auch in Büchern ganz gut das alles hinzukriegen? Ja, absolut. Also der Ablauf ist, wenn ich ein Buch schreibe, dass ich erstmal viel Zeit für die Recherche investiere und mich wirklich kundtue, wie dann die Abläufe sind. Und Professor Püschel sagte das ja eben schon ganz treffend. DNA-Analysen dauern lange, toxikologische Gutachten haben Zeitläufe. Und mir ist es wichtig zu vermeiden, unrealistische Bilder zu malen. Von daher sind meine Recherchewege immer erst Google und Wikipedia, um einfach einen schnellen Überblick zu haben. Da sind dann die Quellen, sprich Fachliteratur etc., häufig schon hinterlegt. Also es folgt dann die Fachrecherche. Und wenn dann noch offen bleibt, was ich halt nicht genau beantworten kann, wie Sachverhalte genau funktionieren, dann nehme ich halt Verbindungen auf mit Experten. Und da gehören Polizisten und Rechtsmediziner definitiv dazu. Und ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen gesammelt. Ich bin nie abgelehnt worden, bin immer sehr, sehr bereitwillig mit Antworten da auch beschenkt worden. Und insofern, Professor Püschel zum Beispiel wäre ein hervorragender Ansprechpartner. Ja, und ich kann Ihnen sagen, ich weiß sogar, dass Herr Püschel gerne auch mal Vorlagen von Krimis vorgelegt bekommt, um zu beurteilen, ob die genau so richtig sind, zumindest was den Bereich der Rechtsmedizin angeht. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Bleiben wir nochmal kurz bei Ihnen, Herr Tode. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe die spannendste Szene beim Lesen Ihres Buches war, dass es einen Kriminalkommissar gibt mit Namen Großmann. Der Name springt einen ja quasi an, der dann durch einen Herzinfarkt stirbt, aber durch Strychnin hätte sterben sollen und dann tatsächlich in die Hamburger Rechtsmedizin überführt wird, um obduziert zu werden. Da habe ich erst gedacht, hat er dabei an mich gedacht, ich glaube eher nicht, aber damit sind wir auch so ein bisschen drin in dem in Ihrem Thriller, der von einem Menschen handelt, der sich rächen will. Wenn Sie als Grundidee, eine Grundidee bekommen von dem, was Sie schreiben, ist das quasi schon die erste gewesen? Da gibt es jemanden, der rächt sich für etwas und dann ergibt sich automatisch für Sie ein Strang? Also ich habe Sie jetzt gerade nicht verstanden. Sie sind gut, dann wiederhole ich es nochmal. Ja. So ist das eben online, ne? Genau. Steht wahrscheinlich bei mir draußen einer auf dem Kabel. Also nochmal, ich habe ja gesagt, es gab ja jemanden, der in Ihren Büchern sich rächt für jemanden. Ja. Wenn Sie so eine Grundidee haben, ist das sofort automatisch der Strang, der Sie durch das Buch führt? Also ich glaube, man muss einmal, oder ich möchte einmal kurz erklären, wie bei mir Ideen entstehen. Diese Idee zu diesem Buch ist gekommen auf der Autobahn. Ich hatte also einen Termin in Berlin, war auf dem Rückweg. Der Termin war gut gelaufen, das Wetter war toll, im Radio lief Heavy Metal, es war alles rund. Das war es auch bis Magdeburg, denn ich sah im Rückspiegel, dass die Autobahnpolizei sich näherte.
Gut, das war völlig unproblematisch. Sie überholten allerdings nicht. Ich habe auch gedacht, was ist jetzt los? Nee, war alles von mir aus sehr unproblematisch. Dann überholten sie, dann kam das Schild, bitte folgen. Gut, ich sage mal, mit der guten Laune war es da vorbei. Ich habe dann überlegt, dass das ein Mietwagen war. Wo ist das Warndreieck? Wo sind die Dinge, die man immer vorzeigt? Spielte am Ende keine Rolle, weil die beiden Polizisten dann behaupteten, ich hätte telefoniert. Das war nicht so. Aber ich konnte mich nicht wehren, es war 2-1. Also am Ende habe ich dann diesen Punkt kassiert und den 140 Euro. 2-3 Wochen später habe ich dann zufällig eine Reportage gesehen, drehte sich um das Thema, jeder kann zum Mörder werden. Mhm. Und da haben Sie gerade an sich gedacht mit den Polizisten. Nein, und dann war es so, da gab es eine Konstellation, in der wurde erzählt, dass es drehte sich um Ehegattenmord, also der eine Partner hatte seine Frau war das, so lange ungerecht behandelt und psychisch und physisch gequält, dass sie keinen anderen Ausweg wusste, als ihren Mann zu ermorden. Und ich hatte dann die Verbindung von der Ungerechtigkeit, die ich selbst empfunden hatte, oder ich konnte zumindest einen ganz kleinen Teil nachvollziehen. Und gut, für einen Thriller-Stoff reichte das noch nicht. Und habe dann die Idee weitergesponnen und habe gedacht, naja gut, wenn man Menschen zu Mördern machen kann, kann man sie dann auch dazu treiben, sich selbst umzubringen. Und da sagt man jetzt natürlich, ja, das dürfte funktionieren. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist tatsächlich ein Stoff für einen Thriller. Und dann setze ich mich ganz lange damit auseinander und irgendwann entwickelt sich der Stoff peu à peu. Und gut, dann im Optimalfall, und das war dann tatsächlich so, ergibt sich dann der rote Faden, von dem Sie gerade gesprochen haben. Und ja, anhand dieses roten Fadens entsteht dann das Buch. Ja, wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel verraten. Das ist ja bei einem Thriller immer schwierig. Wenn man jetzt irgendwie zu sehr ins Detail geht, dann sagt ja jemand, das boah, kann ich ja nicht mehr lesen. Aber Sie haben es ja gerade selbst angedeutet. Wenn man es schafft, jemanden dazu zu bringen, sich selbst umzubringen, ist man ja quasi fast schon aus der Schuld wieder raus am Ende. Als Sie darüber nachgedacht haben, wie bringen sich die Leute eigentlich um oder wie sollen sie sich umbringen? Ist das auch so eine Google-Recherche, wo man sagt, wie geht es eigentlich am besten, am schnellsten oder am grausamsten? Das gehört natürlich auch zur Recherche, klar. Und man findet dann relativ schnell raus, was funktioniert nicht. Also halt immer dann projiziert auf den Thriller und auf die Handlung und auf den roten Faden. Und ja, in dem Buch war es dann halt auch so, dass ich dann irgendwann rausgefunden habe, okay, in dem Zeitstrang, in dem das handelt und so wie ich das aufgebaut habe, funktionierte dann eine Methode am besten. Wir müssen Herrn Püschel gerne mal fragen, ob das mit dem Strychnin wirklich so gut funktioniert. Aber das, auch da werden wir nochmal Ratschlag uns einholen. Ich habe nochmal in Ihre Biografie reingeguckt. Wenn man so vielschichtig ausgebildet ist wie Sie, schöpft man aus seinem Leben zum Beispiel als Sie waren im Kosovo, Sie waren in Afghanistan, Sie haben aber auch Jura studiert. Schöpft man da so viel raus, dass man aus diesen Themengebieten immer wieder wunderbar was einfließen lassen kann? Ja, definitiv. Als Beispiel, das Jurastudium hilft mir enorm dabei, strukturiert zu denken und komplexe Sachverhalte in eine Schriftform zu bringen. Und auch dann, wenn es kompliziert ist, Worte zu finden, das irgendwie zu transportieren. Die Auslandseinsätze im Kosovo und Afghanistan helfen halt, gewisse Emotionen, die man so im normalen Alltag gar nicht empfindet, auch in Bücher zu transportieren. Es ist wichtig, das empfinde ich zumindest so, wenn man, sei es jetzt der Kommissar ist oder der Täter oder ein Opfer, zu fühlen, wie geht es dem in der Situation. Es gibt ja
logischerweise immer vielschichtige Charaktere. Und für mich ist es eigentlich so, je mehr man erlebt hat und je älter man auch wird, desto eher ist man in der Lage, Emotionen zu beschreiben, sich reinzufühlen. Und ja, ich sag mal so, es gab eine Zeit, da habe ich mit meinem Lebenslauf sehr gehadert, weil er ist vielschichtig. Man könnte sagen, früher habe ich gesagt chaotisch. Jetzt ist er vielschichtig und für das, was ich jetzt mache, Gold wert. Großartig. Eine wichtige Frage muss ich noch stellen, am Ende erstmal, und dann sehen wir uns ja zu viert nochmal zusammen generell. Wenn man Thriller-Autor wird oder über Krimis nachdenkt oder über das Genre nachdenkt, irgendwann werden Sie angefangen haben zu schreiben, darüber nachzudenken, was tue ich jetzt, irgendwann das erste Mal sich damit beschäftigt haben. Sie wissen, es gibt ja so viele Thriller, es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen umzubringen, es gibt so viele Kommissare, die schon ermittelt haben, es gibt die nordischen Krimis, es gibt die Südkrimis. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ist das nicht extrem schwierig, sich dann von anderen abzusetzen, oder passiert das dann automatisch und ist man auch froh darüber, dass man es hingekriegt hat? Also ich hatte am Anfang den Anspruch, etwas zu machen, was ganz außergewöhnlich ist, und habe mir wahnsinnig Gedanken darüber gemacht, was könnte ich jetzt anders machen als die anderen. Und am Ende, glaube ich, dreht es sich gar nicht darum. Es dreht sich darum, vernünftige Geschichten zu erzählen, die logisch sind, einen eigenen Erzählstil zu entwickeln und einfach Charaktere zu schaffen. Bei mir ist es ja jetzt eine Serie, die bedeutet, es gibt mehrere Bücher mit den gleichen Ermittlern, die einfach dem Leser so näher zu bringen, dass man Interesse daran hat, diese Serie weiter zu verfolgen und einfach Lust hat, diese Texte und die Texte zu lesen und die Charaktere besser kennenzulernen. Und am Ende dreht es sich nicht darum, alles neu zu erfinden, sondern einfach seinen eigenen Ton zu finden. Und ich glaube, das ist es. Und ich muss dazu sagen, so eine Wendung oder so ein Verlauf eines Krimis habe ich noch nicht gelesen. Also von daher, aber mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, weil wir ja da nicht zu viel verraten wollen. Schon gar nicht, wie er ausgeht. Ich habe heute Nachmittag mit meiner Tochter über diesen Krimi geredet. Da hat sie mich schon gescholten, weil sie ja gesagt hat, du hast mir schon viel zu viel erzählt, jetzt brauche ich das gar nicht mehr lesen. Aber ich glaube, es macht dir trotzdem Spaß. Herr Tode, danke. Übrigens gibt es Menschen, die übrigens jetzt zuschauen, natürlich. Ich möchte noch mal sagen, schön, dass Sie dabei sind, die auch Anmerkungen haben zu dem, was wir jetzt hier besprochen haben. Zum Beispiel Ruth Zockt schreibt, heißen Sie wirklich Tode? Also sie hatte jetzt vermutet, Sie würden als Krimi-Autor tatsächlich wieder Tod heißen, aber hat sich noch ein Haar bei Ihnen zwischengemogelt. Also da sollten Sie noch mal genauer hingucken, Ruth. Und ich leite auch noch sofort mal eine Frage weiter von Simon Tement, und zwar an Herrn Püschel. Lesen Sie selber gerne Thriller? Ich glaube, die Frage erübrigt sich, weil Sie kriegen so viele, ne? Ja, ich lese sie wirklich sehr gerne. Und ich finde das sehr kurzweilig. Ich kann mir nicht so richtig verkneifen zu sagen, es gibt inzwischen so viele Krimi-Autoren und so viele Krimis im Fernsehen, da sterben deutlich mehr Menschen eines nicht natürlichen Todes durch Mörder und Totschläge als in der Realität. Ja, also im Fernsehen finde ich es inzwischen etwas problematisch, weil es jeden Abend auf allen Programmen tatsächlich diese Krimis gibt. Aber ich gucke sie gerne, und speziell den Tatort aus Münster als Beispiel. Und lesen auch gerne. Sehr schön. Also das haben wir dann auch schon mal abgefragt. Ein paar Fragen werden wahrscheinlich auch noch kommen von Zuschauern jetzt, die online dabei sind. Heute Abend, nach dem Relegationsspiel und vor dem Champions League-Endspiel. Von daher sitzen wir genau richtig mit unseren Themen. Frau Jones, Sie haben mir zugehört. Sind Sie ein Thriller-Leser? Sind Sie, also es gibt zum Beispiel auch Leute, die lesen sowas nicht gerne, weil die können dann nicht einschlafen, lassen das Licht an die ganze Nacht. Das beschäftigt Sie dermaßen. Wie ist es bei Ihnen?
Ich liebe Thriller. Also ich wollte tatsächlich ursprünglich auch einen Thriller schreiben. Nur hat sich es dann anders entwickelt, habe ich es doch als Autobiografie gemacht, aber der liegt auch noch auf meinem Rechner. Ich glaube, ich werde das zukünftig auch weiterverfolgen. Deswegen finde ich die Runde hier gerade so spannend, weil ich hier total viel neuen Input aufsaugen kann und zukünftig mal gucken. Da kann ich mir bestimmt was abgucken. Also wenn dann der Nächste bei mir auch durch dieselben Sachen stirbt, nicht wundern. Ja, also dann werden wir aber hellhörig. Frau Jones, bei mir im Institut arbeiten 80% Frauen als Rechtsmedizinerinnen. Das ist ja umwerfend, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so ein frauendominierter Job ist. Ja, das kommt auch echt zu kurz in den Krimis und im Fernsehen. Ich überlege mal, woran das liegt, dass tatsächlich speziell auch bei uns in Hamburg so viele junge Frauen arbeiten, habe ich mir dann auch selber zugeschrieben. Also wegen der besonders guten Oh. Ausbildung und wegen der Frauenfreundlichkeit. Unser Rekord war mal, dass wir gleichzeitig 5 schwangere Frauen sogar hatten in der Rechtsmedizin. Das passt alles ganz gut zusammen, ehrlich gesagt. Und die Rechtsmediziner sind gar nicht solche grauen Eminenzen mit dunklen Gedanken, schwermütig, sondern das sind positive Typen, die froh sind, dass es ihnen selber gut geht und bei denen tatsächlich die Frauen ausdrücklich gefragt sind, weil die in vielerlei Hinsicht tatsächlich beim rationalen Denken vielleicht sogar Vorteile haben. Sie Ich haben glaube, das das. nochmal eingeschränkt. Ich habe ja gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ich interessiere mich auch immer sehr dafür zu hören, welche Theorien andere darüber haben. Also es ist ja tatsächlich das weibliche Geschlecht in neuerer Zeit etwas stärker vertreten, auch bei den Krimis, bei den Kommissarinnen. Und in der Realität sind es aber tatsächlich noch mehr. Ja, und ich glaube, das ist anders. So. Frau Jones, ich habe gerade eine Idee entwickelt, wo wir jetzt gerade so schön zusammensitzen. So ein Buch, an dem Sie alle drei beteiligt sind, das könnte ich mir sehr spannend vorstellen. Ja? Also jeder aus seinem Bereich. Also wenn man dann Jones Tode Püschel und dann ein Krimi, einen Thriller entwickelt, ich glaube, das wäre tatsächlich für Löwe ein Projekt wert. Also das an dieser Stelle schon mal zwischendurch gesagt. So, bei mir ist es so, die besten Ideen kommen immer beim Joggen. Vielleicht sollten wir uns mal verabreden und zusammen eine Runde drehen. Wer weiß, welche Ideen wir dann haben. Können wir gerne machen, aber ich sage jetzt schon, ich komme nicht weit. Ja, und bei mir ist es dann so, wenn wir zusammen joggen, bin ich etwas kaputt und dann habe ich zu wenig Sauerstoff im Gehirn. Ehrlich gesagt kommen mir die besten Ideen tatsächlich in ruhigen Phasen und in Gesprächen. Ja, wenn es tatsächlich ein wenig hin und her geht und wenn Sie dann fragen und ich Antworten geben muss und so, das regt an. Das regt an. Also Herr dann doch Püschel, beim Weinchen, ne? Herr Sehr. Püschel, ich habe in Ihrem Buch gelesen, beim Sezieren eines Toten, der an AIDS verstorben war, haben Sie sich in den Finger geschnitten. Das ist natürlich für mich als Thriller-Autor eine hervorragende Vorlage, um danach zu fragen im Thema, zum Thema Furcht, wie geht man damit um? Ja, das war eine Phase, in der das schwierig war, weil es damals keine Postexpositionsprophylaxe gab. Ja, jetzt komme ich nochmal auf den Tatort zurück. Dauert jetzt eine Minute, Herr Großmann. Also, heutzutage wäre das Aber gar kein nur Problem. eine. Ja, heutzutage wäre das gar kein Problem. Man nimmt, nachdem man sich geschnitten hat, AIDS-Medikamente. Die muss man einen Monat lang einnehmen und dann wird sicher verhindert, dass man die Infektion bekommt. Das sollte jeder Kriminalbeamte wissen, das sollte jeder Krimi-Autor wissen. Und ich habe mich mal sehr darüber geärgert, dass die Tatort-Autoren das nicht berücksichtigt haben. Lena Odenwald hatte sich auch mal verletzt zu Beginn eines solchen Krimis da in Mannheim und hatte die ganze Zeit graue Gedanken und joggte am Rhein entlang, bis sie zum Schluss ihren Negativbefund bekam. Und das wäre eine einmalige Chance gewesen, diese Botschaft zu bringen. Wenn man eine Infektionsgefahr hat, kann man etwas dagegen tun, indem man Medikamente einnimmt, möglichst schnell
Aber es hilft schon, wenn man einige Stunden danach tatsächlich diese Medikamenteneinnahme beginnt und dann würde man sicher keine HIV-Infektion bekommen. Heißt Postexpositionsprophylaxe. Ja, als Botschaft heute. Tode, ich glaube, da entwickelt sich schon was bei Ihnen. Ich sehe, die grauen Zellen arbeiten schon. Ja, ich mache ständig Notizen. Naja, Frau wir Jones, können hier im Norden gut zusammenkommen. Frau Jones, ich wollte noch mal mit dem Thema Furcht auch noch mal zu Ihnen kommen. Ich habe eben die ganze Zeit noch drüber nachgedacht, über unser Gespräch eben und dachte, wenn jemand die ganze sein Großteil seines Lebens mit Furcht verbracht hat, mit Angst, mit Einschüchterung auch, wie man es schafft, tatsächlich dieses Grundgefühl, das man immer mitschleppt, dann wieder abzuschütteln. Oder ist es Ihnen noch nicht gelungen? Schleppen Sie noch einen Teil Furcht mit sich rum? Also ich glaube, dass ich gewisse Sachen aus meiner Vergangenheit nie komplett zu 100% loswerde. Das ist aber auch nicht schlimm. Also ich kann das kontrollieren, alles. Also zum Beispiel bin ich auch ein super sensibler Mensch. Also nach außen hin bin ich immer so ziemlich tough und cool, aber ich merke so in gewissen Momenten, dass so alte Verhaltensweisen, die mir einfach als Kind immer eingetrichtert wurden, noch irgendwo da sind. Also dass man das nicht komplett loslassen kann. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, solche Sachen also etwas daraus zu lernen. Ich wäre heute nie der Mensch, der ich bin, wenn ich nicht gewisse Erfahrungen gemacht hätte. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann den Charakter formt und auch stärkt, dass man einfach weiß, wie man mit gewissen Sachen umgehen kann und wie man für sich daraus dann seine Stärke zieht. Da sind wir wieder bei der Biografie und der Tatsache, dass natürlich die Biografie auch das Leben prägt und in manchen Momenten dann sehr positiv zuschlagen kann, wie auch bei Ihnen, Herr Tode. Ne? Dass, man hadert manchmal mit sich selbst, aber vielleicht kommt der Moment, wo das Coming Out der Biografie dann tatsächlich auch noch zu was richtig Gutem führt. Ne? Absolut. Darf ich eine Botschaft noch mal bringen im Zusammenhang mit der derzeitigen Pandemie? Liegt mir immer sehr viel daran. Wissen kann Angst besiegen. Und leider wird das von vielen nicht so wirklich verinnerlicht. Also wenn herausragende Politiker sehr frühzeitig davon reden, wir sind im Krieg und das ist ein Killer-Virus. Und wenn die Toten im Vordergrund gezeigt werden und viele Särge, wobei es ehrlich gesagt, das ist aber eine lange Diskussion, mit Toten sehr besondere Probleme gibt, die uns natürlich alle gar nicht so direkt betreffen, in unserem Alter jedenfalls nicht. Also das ist kein Killer-Virus, auch wenn viele daran gestorben sind und es wird die Menschheit nicht ausrotten und die Angst ist ein sehr schlechter Ratgeber. Wir nähern uns noch nicht mal mehr den Toten, weil wir denken, die sind infektiös, man kann sich nicht verabschieden. Alles ein großes Problem, da würde man mit Rationalität echt weiterkommen. Und dafür plädiere ich immer sehr. Und gerade im Zusammenhang in der jetzigen Zeit ist es schon ziemlich traurig, wenn der Nachbar noch nicht mal mehr über den Zaun mit mir redet, weil er Angst hat, infiziert zu werden, weil ich ein Rechtsmediziner bin, der die Toten untersucht. Ja. Und das hat einfach keinen rationalen Hintergrund. Und man müsste versuchen, da tatsächlich mehr positive Botschaften zu bringen, dass wir mit dieser Virusinfektion sehr gut leben können, umgehen können. Und die Politik hat hier wirklich sehr problematische Entscheidungen getroffen und sehr problematische Äußerungen, die Furcht hervorrufen, die nicht erforderlich ist. Ja, das ist natürlich jetzt nochmal ein Großthema, wobei ich verstehen kann, das hat mit Furcht was zu tun und das macht mit Menschen was und zwar auch über den längeren Zeitraum. Ich glaube auch, dass der Zeitraum sehr lange dauern wird, bis wir uns wieder furchtlos miteinander nähern können. Und das kennt, glaube ich, jeder im eigenen Bereich, dass sich Menschen verändert haben und es vielleicht auch gar nicht so sehr müssten, aber da geht jeder persönlich ja auch mit anders um mit dieser Tatsache. Ich habe nochmal Fragen reinbekommen hier. Das ist eine relativ einfache Frage jetzt, aber das scheint die Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen dann auch zu interessieren. Gibt es eigentlich ein Lieblingsbuch? Es ist immer schön zu wissen, dass ob Menschen, die Bücher schreiben, tatsächlich auch ein Lieblingsbuch haben. Frau Jones, gibt es bei Ihnen sowas wie ein Lieblingsbuch, das man schon, glaube ich, 3-4 Mal gelesen haben muss? Nee, Quatsch. Definitiv Camilla Läckberg, die hat eine neue Reihe rausgebracht, Golden Cage. Da geht es
auch tatsächlich um Rache einer Frau, der auch ganz schlimme Sachen widerfahren sind. Das ist jetzt, es gibt jetzt schon den zweiten Band, der dritte ist noch nicht erschienen. Ich warte sehnsüchtig drauf. Also ich habe den ersten auch schon mehrfach gelesen. Jetzt liegt er bei mir auch gerade wieder im Regal. Ja, kann ich nur empfehlen. Okay, Sie bleiben beim Thriller tatsächlich auch bei Ihren Lieblingsbüchern. Genau. Sehr gut. Herr Tole, wahrscheinlich gibt es da ein Kontrastprogramm bei Ihnen nochmal, oder gibt es dann nur die Thriller auch in Doppelpack? Also bei mir ist es so, von Januar bis Oktober lese ich liebend gern Thriller und im Moment habe ich Harlan Coben für mich entdeckt, den lese ich sehr, sehr gerne. Und im November und im Dezember liebe ich Weihnachtsromane. Davon kann ich überhaupt nicht genug bekommen. Und, Weihnachtsromane? Ja, ach, toll. Total klasse. Also wenn es draußen dann schön kalt wird und dann aufs Sofa mit einem Tee und einem Weihnachtsroman, es ist göttlich. Müssten Sie mal ausprobieren. Geben Sie mir mal ein Beispiel. Was ist ein Weihnachtsroman? Also muss zwingend im Winter spielen, muss zwingend mit Weihnachtsbäumen zu tun haben und mit Geschenken. Ja, also es gibt in den Auslagen, ich sag mal so ab Oktober, in den Buchhandlungen dann tatsächlich auch immer diese Tische, da stehen dann Weihnachtsromane, die dann wirklich, ja, alles das abbilden, was so mit der Weihnachtsharmonie zu tun hat, geht dann wirklich über die ganze Range. Es sind halt Wohlfühlromane und habe ich wirklich schrecklich gerne. Sehr gut, und das finde ich auch wieder super. Ich hatte jetzt gerade ja die Schublade schon wieder aufgemacht, um sie da reinzustecken, als ein Mensch, der jetzt die ganze Zeit auch selber irgendwie immer guckt, wie andere Krimis schreiben. Aber die romantische Ader haben wir jetzt bei Ihnen entdeckt und die Tatsache, dass auch ein Krimi-Autor auf Abwegen manchmal Weihnachtsbücher liest, das finde ich großartig. Herr Püschel, Sie haben jetzt die ganze Zeit überlegen können. Das ist auch unfair gewesen, ne? Ja, deswegen kommt dann von mir zu viel. Also ich lese am liebsten schon True Crime, also die wahren Kriminalgeschichten, die jetzt verstärkt auch von Rechtsmedizinern geschrieben werden. Und dann nebenher steht jetzt nicht so im Zentrum. Ich bin bekennender Großvater und lese meinen Enkelkindern sehr gerne vor. Ja, ich finde, Lesen ist das Wichtigste überhaupt für Kinder. Die sollen natürlich möglichst viel selber lesen, aber damit sie dahin kommen, muss man ihnen extrem viel vorlesen. Und dann lese ich vor allen Dingen Latte Igel. Ja. Das haben Sie jetzt nicht mit gerechnet, das sehe ich schon. Der Mund ist auf. Das stimmt. Vor allen Dingen überlege ich gerade, Herr Püschel, wie das bei Ihnen so ist, wenn Sie mit Ihren Enkelkindern oder zusammen sind und ihnen was vorlesen. Wenn ich jetzt gerade sehe, wo Sie sitzen mit diesen Schädeln an Ihrer Seite, dann ist es schwer vorstellbar, dass diese Enkelkinder komplett aus dieser Welt rausgehalten werden können. Aber das versuchen Sie, ne? Nein, ganz und gar nicht. Also wenn Sie sich hier umgucken könnten in meinem Zimmer, würden Sie hier auch Bilder finden von den Enkelkindern, die hier regelmäßig herkommen. Und die kennen sich natürlich mit Anatomie schon vergleichsweise gut aus. Und wenn da ein toter Vogel im Garten liegt, gucken wir uns den ganz genau an. Und wenn ich mit den Enkelkindern joggen gehe, erzähle ich auch schon mal Geschichten aus meinem Beruf. Also man kann auch Kinder und Jugendliche relativ frühzeitig an wissenschaftliche Tatbestände zur Anatomie und Biologie heranführen. Das passt schon. Aber also es ist eine besondere bekannte Rechtsmedizin. Der bekannte Rechtsmediziner Klaus Püschel seziert also zu Hause auch noch tote Vögel. Also das haben wir jetzt auch schon mitgenommen. Frau Jones, auch noch eine kleine Runde zum Abschluss, fände ich ganz schön. Gibt es, Sie haben gerade schon gesagt, Sie hätten wahrscheinlich beinahe geschrieben, eine Biografie geworden. Ist es tatsächlich in der Pipeline bei Ihnen, dass es da in die Richtung weitergeht? Oder was haben Sie für Ziele buchtechnisch für Sie entdeckt noch? Also ich habe jetzt erstmal noch ein anderes Projekt, was mir persönlich sehr wichtig ist, was ich erstmal umsetzen möchte. Und zwar ist es ein Ratgeber für junge Frauen. Da bin ich jetzt dran, muss gucken, wie sich das entwickelt. Und dann danach so die Thriller-Schiene ist dann wenn ich dann meine Ratgebersache abgearbeitet habe, dann kann ich mich entspannen und kann Leute umbringen. Das ist dann, ja, zukunftsmäßig, denke ich, fallen mir da ein paar nette Sachen ein.
Zur Entspannung Leute umbringen. Ich verstehe schon. Herr Tode, klar, wenn Sie jetzt einmal einen Lauf haben, dann wird es wahrscheinlich auch weitergehen mit den Ermittlern. Oder haben Sie auch was ganz anderes in Planung? Nein, also ich plane diese Serie. Das ist jetzt der zweite Band. Schuld seid ihr. Der dritte ist fast fertig. Und wenn dann alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann geht das auch im jährlichen Rhythmus weiter. Ja. Es werden noch viele Joggingrunden, um mich inspirieren zu lassen. Bis auf November und Dezember, wo Sie ja Weihnachtsbücher lesen. Ansonsten wird hart dran gearbeitet. Richtig. Herr Püschel, jetzt kann ich mir vorstellen, der Fundus wäre riesengroß, auch noch ein weiteres Buch zu schreiben über Möglichkeiten, wie Menschen andere Menschen umbringen. Ja, aber das will ich ja vermeiden. Also keine Kochrezepte, wie man es richtig macht. Nein, ich habe tatsächlich einen sehr konkreten Plan. Ich kenne so in etwa ein halbes Dutzend Fälle, wo Leute nach meiner festen Überzeugung völlig zu Unrecht im Gefängnis sitzen und von deutschen Gerichten zu Unrecht in den Knast geschickt wurden, zum Teil jahrelang, jahrzehntelang. Und über diese Fälle will ich unbedingt schreiben. Unrecht im Namen des Volkes heißt das dann nach einem alten Buch von Sabine Rückert. Also True Crime tatsächlich auch nochmal umgesetzt von Ihnen. Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie da auch gerne in dem Bereich lesen. Ja gut, aber wunderbar. Also die Juristen sind da die Täter. Wir haben drei spannende Autoren erlebt, heute sehr unterschiedlich, wie ich finde, aber dennoch irgendwie mit einem verbindenden Charakter. Die Furcht spielt eine Rolle, aber auch die Tatsache, dass alle drei jetzt wahrscheinlich ihre Nummern austauschen und in Hamburg oder Leipzig oder wo immer sie sich auch befinden, demnächst joggen gehen oder Wein trinken, um gemeinsame Projekte zu erarbeiten. Also der Samstagabend hat sich schon gelohnt für mich und ich hoffe auch für Sie und für Sie zu Hause, die jetzt zuschauen. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend zusammen. Bleiben Sie bei Bastei Lübbe. Es gibt morgen eine Veranstaltung noch und ansonsten kann man da auch ein paar schöne Bücher finden. Danke Ihnen allen. Danke Frau Jones, danke Frau Tode, danke Herr Püschel. Einen schönen Abend Ihnen noch und ich grüße in die Wohnzimmer. Ciao.